Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem Vaporizer Review. Heute zeige ich euch aus dem Hause Zen den Convectum. Hier ist er. Ein kleiner Zwerg mit mächtig Power unter der Haube. Ganz im Gegensatz zu den anderen Vaporizer der Konkurrenz ist dieser aus Aluminium. Die Konkurrenz verwendet meistens mittlerweile ja schon Kunststoff. Er liegt sehr gut in der Hand, ein richtiger Handschmeichler kann man dazu schon sagen. Hat ein schwenkbares Mundstück, ganz klassisch, ich liebe ja diese schwenkbaren Mundstücke. Hier haben wir Plus- und Minus-Button und den Einschaltknopf. Und hier haben wir dann auch noch die USB-C-Büchse fürs Aufladen. Hier unten haben wir die Lufteinlasslöcher und das größte Gimmick ist natürlich der wechselbare Akku. Ja, was hat jetzt ein wechselbarer Akku für ihre Vorteile? Da gibt es verschiedenste Vorteile. Der Nummer 1 Vorteil ist, wenn der Akku mal kaputt ist oder an Leistung verliert, kann man den Akku ganz einfach wechseln und muss nicht gleich das ganze Gerät weghauen. Oder eben, man hat zu wenig Power unter der Haube, weil man mit einer Batterie nicht auskommt. Ja, dann nimmt man sich einfach ein, zwei weitere Batterien mit und das Problem ist gelöst. Es ist übrigens ein 1080x50er Akku, das sind solche Standard-Akkus. Die gibt es von, ich glaube, 2000 mAh bis 3400 mAh. Und da könnt ihr dann selber entscheiden, wie viel Stärke ihr da reinbombt. Noch ein Gimmick ist, man kann das Mundstück auch wechseln auf ein Glasmundstück. Voilà! Die einen bevorzugen so ein Mundstück, die anderen ein schwenkbares. Das sei eben selbst überlassen. Ich nehme hier wieder das schwenkbare Mundstück, denn das gefällt mir doch etwas besser. Ja, dann hätte ich mal gesagt, wir schalten ihn ein. Dreimal drücken bedeutet bei diesem Vaporizer einschalten. 1, 2, 3. Und dann kann man sich aussuchen, ob man den normalen Modus oder den Timer-Modus möchte. Bei dem normalen Modus ist es wie bei jedem Vaporizer, man kann die Temperatur anpassen und 5 Minuten Laufzeit. Und bei dem Timer-Modus hat man 10 Minuten und man kann zum Beispiel eine Temperatur einstellen. Das sieht zum Beispiel dann so aus. Jetzt zeige ich euch mal den Timer-Modus. Man bestätigt dann mit dem Power-Button. Und dann, so muss man es jetzt halten. Ja, ich habe Minimaltemperatur hier jetzt eingestellt, 80 Grad. Dann bestätigt man wieder mit dem Power-Button und habe eingestellt Maximaltemperatur 220 Grad. Dann geht man noch weiter auf wieder bestätigen und dann kann man den Timer von 5 Minuten auf 10 Minuten erhöhen. Das sieht dann so aus, voilà, und dann hätte man 10 Minuten. Und wenn ich jetzt noch weiter gehe, zack, könnte ich jetzt dampfen. Dann fährt er sich kontinuierlich immer weiter rauf. Im Normalfall fängt man dann bei, keine Ahnung, 160 Grad an und wartet dann bis er auf 100, auf 220 oder auf 200 Grad dann Maximaltemperatur raufboostet. Kann man machen, muss man aber nicht. So, jetzt zeige ich euch mal den Normalmodus. Und zwar, der normale Modus ist das N hier, bestätigen mit der Power-Taste. Und dann ist man ganz normal im Modus. Hier haben wir die Akkuladestandsanzeige, hier, dass er heizt. Hier, welche Temperatur er schon erreicht hat. Und wenn man sehen will, welche das man eingestellt hat, dann seht ihr, so stellt man ein und dann switcht er um auf das, was er gerade raufboostet. Hier haben wir 5 Minuten Timer-Funktion. Ja. Und dann könnte man eigentlich, wenn er die Temperatur erreicht hat, schon dampfen.
Wenn er die Temperatur rauffährt, er ist wirklich nicht der Schnellste. Die Konkurrenz schafft es oft schon in 20, 30 Sekunden. Dieser Vaporizer benötigt ungefähr, dass auf 220 Grad ist, eine Minute um den Daumen rundherum. Ganz genau habe ich es noch nicht gezählt, aber eine Minute, das kommt schon hin. Das ist schneller als der Mighty, trotzdem bekommt er jetzt definitiv keinen Preis, was die Schnelligkeit betrifft. Aber man kann eben nicht alles haben. Auf alle Fälle gut verarbeitet das Teil. Es klappert nichts. Es wackelt nicht. Die Knöpfe sitzen wirklich gut. Leicht kann man sie bewegen, aber es klappert jetzt nichts. Und auch beim Mundstück, wenn man jetzt durchschaut, setzen wir das mal wieder rein, es fällt nichts ab. Man kann es auch gemütlich einfahren. Ich vermute, der einzige Schwachpunkt wird dieser Display sein, wenn man es mal irgendwo blöd runterschmeißt auf eine Bordsteinkante und es trifft genau auf diesen Display hier, könnte ich mir schon vorstellen, dass es den ein oder anderen Schaden gibt. Aber natürlich, man geht jetzt nicht davon aus, dass er runterfällt. Am besten einfach sorgsam mit eurem Vaporizer umgehen, dann passiert ja auch nichts. Nun gut. Und hier haben wir übrigens auch noch so einen Stocher. Den möchte ich euch jetzt auch nicht unterschlagen. Damit könnt ihr euch, den kann man hier so verschwinden lassen. Damit kann man die Füllkammer, boah, reinigen, wenn man es braucht. Wir sind jetzt bei 160 Grad angelangt. Dann können wir mal stopfen. Übrigens, wenn man dann den Timer wieder 2 Minuten zurücksetzen will, man muss einfach zweimal hintereinander drücken und man wird wieder 2 Minuten, hat mehr Spanne, bis sich die Abschaltautomatik aktiviert. Ich teste es heute mit so einer, sagen wir hier, Heimatrauch, wild und pur, naturreich, so mit diesem Zeug probieren wir das Ganze mal. Sollen irgendwelche Lungenkräuter sein, ich hoffe mal nicht, dass es mich gleich aus der Bahn wirft. Boost mal hier mal hoch, dass das Ganze auch mal ordentlich. Und dann füllen wir uns das Ganze mal. Man braucht sich wahrscheinlich jetzt auch keine Geschmackswunder erhoffen. Durch diese Mischung, die ich mir hier jetzt gerade dann gönne. Aber ein paar Kräuter für die Lunge können ja nie schaden. Ja, jetzt in dieser Zeit, wo es wieder kälter wird, obwohl wir noch nicht mal Herbst oder Winter haben, ist es trotzdem schon, wenn ich hier so rausschaue, etwas frisch, regnerisch seit Tagen. Es geht immer ein Wind und was soll man sagen, da schaden ein paar Lungenkräuter definitiv. In der Zwischenzeit, wo der Vaporizer hochboostet, wobei wir haben es gleich geschafft. Ja, genau. Man macht so, so kurz. Kann man schnell mal überhören, wenn man beschäftigt ist. Aber wir schauen jetzt mal, wie das gute Stück dampft. Wir können auch noch ein bisschen höher gehen. Gehen wir auf 195. Ja. Schmeckt gar nicht mal so schlecht, die Mischung. Hätte ich mir etwas ekelhafter vorgestellt. Ich hoffe, die Mischung dampft auch, denn das habe ich gerade da. Habe ich keinen Plan. Jetzt gehen wir mal auf 220, damit ihr auch seht, dass dieses kleine Stück auch
Dampfwolken ausstoßen kann. Ja, der Konvektum, der gefällt mir jetzt schon. Und zwar hat er auch einen sehr geilen Zugwiderstand, nicht zu fest und nicht zu leicht, genau ideal. Wow. Und jetzt hat er schon 220 erreicht, dann probieren wir mal. Ich hoffe, dass er euch jetzt überrascht mit den Dampfwolken. Ja, dieses Zeug dampft jetzt nicht gerade mächtig, prächtig. Schade, ich hätte euch gerne die Dampfwolken gezeigt. Immer nochmal. Könnt ihr es erkennen? Bisschen Dampf. Aber dafür ein Bombengeschmack. Ich habe den Vaporizer natürlich auch schon mit CBD-Weed getestet. Und da waren die Dampfwolken dementsprechend big. Mit diesem komischen Kräuterzeug schmeckt es sehr lecker, aber Dampf ist nicht wirklich vorhanden. Warum auch immer. Ja, es ist eben so ein knaster Verschnitt. Weiß ja nicht mal, was der kostet. Wurde mir zur Verfügung gestellt, habe ich vor ein paar Tagen zugeschickt bekommen. Auf alle Fälle ein richtig taffer Bursche, der Konvektum. Konvektion, das heißt sanfter Dampf, sanft zur Lunge, bester Geschmack. Ja, was gibt es noch dazu sagen? Mir wurde auch noch ein Grinder mitgeschickt. Ein 10 Alu Grinder, schickes Teil. Natürlich ganz klassisch mit vollem Sieb. Voila. Und hier haben wir da auch so eine kleine Spachtel mitbekommen. Damit kann man dann ganz easy cheesy das Ganze auskratzen. Wenn man fleißig gegrindet hat, wird man mit einem Hasch belohnt, wohlgemerkt CBD-Hasch. CBD ist in Österreich 100% legal, liebes YouTube. Jo. Und wahrscheinlich interessiert ihr euch dann auch noch für das Zubehör. Was hier alles da drin ist, hier haben wir ein Bürstchen. Reserversibel, drei Stück fürs Mundstück und ein USB-C-Kabel von USB nach USB-C. Ohne Stromstecker, ja, man kann auch jedes moderne Handyladekabel nehmen, funktioniert auch ganz gut. Natürlich haben wir dann auch noch eine Beschreibung, wo euch natürlich dann ganz genau gezeigt und beschrieben wird, wie das ganze gute Stück auch funktioniert. Das ist immer ratsam, vor allem wenn ein Vaporizer verschiedene Modis hat. Dann wurden mir noch ein paar Broschüren zugeschickt, wo auch dabei steht, wie viel Garantie das man hat. Etc. pp. Alles, was man benötigt. In so einer schicken Packung wird euch übrigens der Konvektum geschickt. Boah. Ganz schlicht gehalten. Und in dieser Packung kommt dann der Grinder. Ja. Das war's soweit eigentlich. Checkt den Vaporizer ab. Ein richtiger Dampfzwerg. Er macht gute Dampfwolken und wirklich besten Geschmack. Ich habe mich in diesen Vaporizer jetzt schon verliebt. Ich habe ihn jetzt schon gedampft und muss sagen, es gibt wirklich nichts zum Meckern. Dass ein bisschen wärmer wird, das kann ich verkraften, das ist nicht so ein Minuspunkt. Minuspunkt wäre es erst, wenn er wirklich hot wird, wenn er heiß wird, wenn man sich die Pfoten verbrennt. Und ein fetter Minuspunkt wäre gewesen, wenn man den Akku nicht tauschen kann, denn ein nicht tauschbarer Akku ist ein Totschlagkriterium meines Erachtens. Ich kaufe mir einfach keinen Vaporizer mit einem eingebauten Akku. Ich finde das schon bei Handys ziemlich schäbig, wenn der Akku verbaut ist. Nur der Trend geht leider schon immer mehr zu eingebauten Akkus, was ich nicht ganz verstehen kann. Jo, ansonsten gibt es nicht wirklich einen Negativpunkt an diesem Vaporizer. Daumen nach oben für dieses geile Stück. Es ist ein wirklich tougher Mittelklasse Vaporizer, der vielleicht schon ein bisschen übergeht in Oberklasse-Segment. Wer ein solides Teil sucht, das auch wirklich Qualität bietet, ist mit dem Konvektum bestens bedient. Ja, dann lag natürlich länger im heißen Brei. Ich wünsche euch noch fette Grüße, fettes Peace, gut Dampf und gut Rauch. Euer Bongi Brother. Bis dahin. Tschüss.